Mit Hauptstadt der Departements Moselle war für die Region Lothringen immer wieder von Grenzstreitigkeiten betroffen. Die Theateroper ist die älteste Oper Frankreichs, die noch in Betrieb ist. Sie wurde zwischen 1738 und 1752 in einer für diese Zeit typischen Architektur errichtet. Die Architektur der Kirche Tempel Neu verleiht dem Bau einen mittelalterlichen Aspekt, obwohl er zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstand. Die Kathedrale St. Etienne, auch Stephansdom genannt, gehört mit ihrem 42 Meter hohen Kirchenschiff zu den größten gotischen Kirchenbauten in Europa. Kirchenfenster aus dem 13. bis 20. Jahrhundert, darunter auch einige von Marc Chagall, haben der Kathedrale den Beinamen die Laterne Gottes verliehen. Die Stadt gehört mit mehr als 570 Hektar Grundfläche zu den grünsten Städten in Frankreich.